Ja gut, das sind wir gerade dabei. Der Hof ist an sich eigentlich auch schon fertig. Das heißt, wir können hier mal zwei normale Türen reinbauen. Und dann machen wir hier den... Machen wir uns den Hof. Uns selber. Und wenn wir uns gut finden, dann steigen wir auf uns selber ein. Also für die junge Generation, die vielleicht nicht weiß, was den Hof machen bedeutet. Das heißt jetzt nicht hier durchfegen, sondern es bedeutet jemanden anbaggern. Aber auf elegante Weise. Auf eine verträumte Charmeur-Weise. Möchte ich fast sagen. Und ich finde schon wieder meine Materialien nicht. Vielleicht soll ich unter Material schauen, das hilft meistens. So, dann mache ich das hier. Da kommen jetzt meine... Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir das hier ein bisschen abgeschaut. Optisch mäßig. Aber ich habe es auf meine Variante angepasst. Das kann ich immerhin sagen. So, und dann kommen hier dann nämlich... Einrichtung... Haben wir denn die... Gewichtebank, genau. Drei langen erstmal und dann machen wir noch am besten drei Telefonzellen hin. Die sind immer sehr beliebt im Außenbereich. Oh, ich habe Tür? Ne, ich habe keine Tür. Ich hab einen Freiraum gelassen, Gott sei Dank. Genau, hier kommt noch eine Tür rein und hier auch. Und hier auch. Gut, was haben wir jetzt hier? So, das ist der... Das Besucherzimmer kommt da drüben hin. Isolationszelle. Wo ist denn... Ah, Personalraum. Personalraum. Putzkammer. Sehr schön. Alles fein. Passt so. Also, Wasseranschluss. Ach ja. Haha, hab ich ganz vergessen. Brauchen wir einen Wasseranschluss. Oh, das ziehen wir am besten... Denke ich am besten so durch. Ich mache es anders. Ich mache das, glaube ich, lieber so. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das ging mal 8 Felder lang, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Da muss ich dann irgendwie Wasser noch hier oben hinbekommen, aber das lege ich dann, glaube ich, einfach da oben rum. Weil in der Wand bauen geht zwar, ist aber relativ uncool, wenn man, sagen wir mal, auf... da habe ich so eine Wand gar nicht. Auf so ein T-Stück stößt, sowas wie hier. Da kommen die dann zum Beispiel nicht mehr ran, wenn ich hier was durchlege. Deswegen an der Wand langlegen oder in der Wand legen ist cool. Schaut vielleicht optisch ganz cool aus, aber bei solchen Dingern muss man aufpassen, das könnte tricky werden, wenn, dann könnt ihr nicht ran und dann wundert man sich vielleicht, warum das Zeug ewig nicht fertig wird. Und dabei ist es eigentlich total simpel. Gut, Strom. So, jetzt pass auf, Küchengeräte. Ich brauche Kühltruhen. So, 3, 4, das sollte für den Anfang langen. Und 2 Herde langen für den Anfang normalerweise auch. Und die Spülbecken kosten komischerweise nur 20, ich weiß gar nicht warum, aber weil sie eben so günstig sind, stellen wir gleich alle rein. Aber auch nur deswegen. Ich verstehe zwar nicht, warum Spülbecken eigentlich sanitär, weiß man ja, ist schweineteuer, Spülbecken gleich mal so 80 Euro, ne? Vielleicht noch Industriespülbecken gleich mal 150. Vielleicht auch nur der Wasserhahn, man weiß es nicht. Wundert mich, warum das hier so günstig ist. Vielleicht wird es ja noch geändert, man weiß es nicht. Genau, und das Ganze braucht dann natürlich Ströme. So, warte ich jetzt, bis das hier... Ne, ich warte nicht. Ich glaube so. Es sollte auf jeden Fall lange, um das Ganze hier anzuschließen. Das ziehen wir noch bis da hoch. Wenn ich schon dabei bin, ziehen wir das hier auch noch bis da hoch, weil wir brauchen dann sowieso spätestens außen auch mal noch ein paar Lichter irgendwann. Was heißt brauchen? Wir machen auf jeden Fall außen ein paar Lichter hin. Und dann brauchen wir da sowieso Strom. So, 2 Stunden kommen die ersten. Das heißt, wir können schon mal ein bisschen... 1, 2, 3. Das sollte auf jeden Fall langen. Ja, und ich bin eigentlich... schneller vorangekommen, als ich gedacht hätte. Das freut mir. Buchhalterin. Ach so, der macht Wartung zuerst. Buchführung kommt zuletzt. Na gut, wir haben noch Geld, von daher ist es eigentlich in Ordnung. Was haben wir denn jetzt hier noch zu machen? Das ist alles da, das passt. Hm.
Machen wir das Besucherzimmer gleich oder gehen gleich zu den Gefängnissen? Ah nee, Quatsch, den müssen die Kantine noch einrichten. Räume. Kantine. Ja, schön groß. So, Einrichtung. Wo sind denn die Serving Table? Ach, die kosten auch nur 20. Das fällt mir jetzt erst auf. So, dann haben wir nämlich eine schöne große Kantine. Die langt, wie gesagt, also für 80 Leute langt sie normalerweise. Und die Küche ist sowieso dicke, ist mir aufgefallen. Also die, da kann man ordentlich Leute einstellen. Auch Gefangene, die dann da wirklich eigentlich genug Essen machen. Also zumindest von den Geräten her, von den Leuten her, könnte es vielleicht relativ knapp werden, ist mir aufgefallen. Aber das wird sich zeigen, das müssen wir noch ein bisschen austesten. Und dann sehen wir das schon. So, so Tisch. Ein Tischchen reinstellen. Ich weiß gar nicht, können... Ich mache das immer so, ich weiß gar nicht, können die wirklich auf beiden Seiten sitzen und essen? Ich glaube schon, oder? Ich habe es nie wirklich beobachtet, muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Sollten wir alles haben. Hab dann jetzt rein mit dem Zeug. Ah, 15 Minuten kommen die ersten. Und es schaut immerhin ganz gut aus. Also, Wasseranschluss. Ja, stimmt, da muss noch Wasser hin. Gehe ich am besten hier direkt mit der Leitung hoch. Gehe ich immer schön im Auto-Saving klicken. Genau so, wie sich das gehört. Gut, und dann muss ich, glaube ich, nur so und das sollte langen. So, aha. Ausgetrickst. Hat doch noch gelangt. Jo. Ein bisschen schneller machen. So, und jetzt funktionieren nämlich auch die Türen, wie man sieht. Es ist eigentlich ganz gut gelöst, dass die dann von selber offen bleiben. Da muss man sich nicht selber drum kümmern. Also von selber offen bleiben, solange das keiner im Gefängnis ist. So, und jetzt werde ich hier reingestellt. Keiner weiß warum. Die kriegen direkt die Fesseln ab. Und da ist eben der Knackpunkt gewesen, wo ich aufpassen musste. Die haben keine Fesseln. Die laufen zwar straight runter zur Holding Cell. Allerdings hatte ich diese Mauer hier nicht. Die haben hier zwar gewartet ein Stück, aber ja, sie waren nicht von langer Geduld. Also einen langen Atem haben sie nicht gehabt. Und ich habe festgestellt, zwei Türen lang übrigens vollkommen. Ich hatte eine Zeit lang mal drei, aber das ist mit dem Aufschließen ist das wirklich zulässig, wenn hier die ganze Zeit Leute ein- und ausgehen oder Lieferungen kommen oder was auch immer. Das ist, weil halt wirklich jedes Mal ein Polizist kommen muss. Was übrigens schön ist an dem JVA-Mod hier, man sieht ja schön Justiz und irgendwie laut Beschreibung war irgendwie Keckmäßig drin stand, ich glaube 50% mehr Schnurrbärte bei den Leuten. Fand ich auch eine nette Idee, eine äußerst nette sogar. Und jetzt würde ich eigentlich gerne einen da unten stationieren, was natürlich stationierenmäßig noch nicht geht, das haben wir noch nicht erforscht. Aber der wird mir wahrscheinlich auch nicht da unten bleiben. So, Personalraum muss ich auch noch machen, sehe ich gerade. Die brauchen. Na, so. Breites Sofa zum Fernsehen schauen. Kommt hier noch eins hin. Hier können sie sich ein bisschen unterhalten. Ein bisschen die quatschen und dann bekommen sie noch Getränkeautomaten, genau. Noch vier Getränkeautomaten. So, und der Fernseher, der fehlt noch, genau. Und wo ist jetzt die Vorderseite? Ja, das ist die Vorderseite, sehr schön. Also, wie gesagt, wo ich das erste Mal diese Variante getestet hatte, hatte ich sogar den Fall, dass ich wirklich zwei Riot Police Truppen, Einsätze, wie auch immer, holen musste, zwei gleichzeitig und die das nur ganz knapp geschafft haben, die alle zu bändigen, weil ich einfach viel zu viele in meinem Gefängnis hier drin hatte. Ich werde mir jetzt nochmal noch einen Trupp holen, dass ich so 16 Stück habe und das sollte dann auch erstmal langen. Ja, Punkt. Sollte auch erstmal langen. Punkt. So, das wird noch aufgefüllt, das hier auch. Ja, das ist fertig. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen nur noch Kantine und Duschraum. Genau, wenn Duschraum, das heißt, ich muss dann tatsächlich jetzt langsam darüber bauen. Dann mache ich das am besten so.
Und das nicht zu vergessen, hier kommt noch eine Tür rein. Also wer gerade ein Zzzz gehört hat, das war, ich habe leider vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen, es tut mir leid. Ich meine, wenn es nicht stört, ist in Ordnung, aber mich stört sowas, wenn ich dann wegen sowas eine Störung in der Aufnahme bekomme. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Genauso wie die blöden Gerausche von dem Rechner da unten. Die Krüppelding hier echt, ey. Da kommt echt die Überlegung von der Wasserkühlung wieder auf. Was aber so teuer ist für einen Umbau. Aber was sollen wir machen, ne? Es ist halt Sommer. Und es ist verdammt warm, um echt zu sein. Es ist wirklich verdammt warm. Also ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie... Ne, ich guck mal kurz auf die Uhr. Ich habe 20:30 und ich glaube, ich habe hier gefühlte 26, 28... Mir steht mal 28 Grad hier in dem Zimmer. Und ich glaube, der Rechner macht es nicht besser. Halt! Ich sehe gerade, da fehlen noch Wasseranschlüsse. Geht das? Ich weiß nicht, ob das so weit lang. So. Und die bekommen schon zu essen, das ist sehr schön. Da können wir zumindest mal ein paar Grundbedürfnisse stillen. Außer Komfort und solche Scherze. Wie gesagt, da wäre es dann langsam mal angebracht, dass wir jetzt nochmal Geld krallen und den ersten Gefängnistrakt bauen. Beziehungsweise ich kann den ja schon mal das Fundament machen. Die Frage ist nur, ob mir das Geld langt. Das Fundament wahrscheinlich schon. Ja, war schon teuer. Das hat jetzt gekostet 5.000. Aber ich meine, damit ist immerhin schon mal der Grundstein gelegt. Eigentlich sind alle Grundsteine für ein funktionierendes Gefängnis gelegt. Von daher ist es gar nicht mal so schlecht jetzt. Und ein paar Boni kriegen wir auch gleich noch. Naja, gut, mit Duschraum, das dauert noch, bis wir den Bonus kriegen. Buchhaltung haben wir ja schon. Ne, Buchführung ist noch im Forschen. Aber ich könnte einen Vorarbeiter schon mal einstellen. Dann ist Sicherheitswache. Das ist jetzt die Frage. Eigentlich brauche ich beides. Damit ich hier meine Forschung vorantreiben kann. Weil ich möchte nämlich in die Gartenpflege kommen. Und in die Reinigung unbedingt. Weil ich habe mal festgestellt, es macht sehr viel aus von der Zufriedenheit für die Insassen. Und Zwangsarbeit auch, weil, weil das kombiniert sich dann mit Ausbildung, weil ich da relativ lange brauche, ist mir aufgefallen, bis die ausgebildet sind, dass tatsächlich das richtige Arbeiten anfangen. Was ich einerseits eigentlich eine richtig coole Idee finde, dass die jetzt wirklich sich ausbilden müssen, oder dass sie ausgebildet werden müssen, so rum. Andererseits finde ich es ein bisschen, ich weiß nicht, als Putzkraft, ja okay, mit Chemikalien, aber ich glaube, die Putzkräfte brauchen gar keine Ausbildung, fällt mir gerade ein. Ich hab da gerade so einen Geistesblitz. Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Also wenn ich was Falsches erzähle, entschuldigt es bitte. Aber dann habe ich es einfach in dem Moment nicht besser gewusst. So, das hier funktioniert anscheinend nicht. Das heißt, wir legen hier schon noch eine schöne Zuleitung her. Dann sollte das gehen. So, Yard. Da hatte ich nämlich auch mal noch eine Ecke hier oben vergessen. Das war immer ganz lustig. Die sind zwar nicht aus dem Yard rausgekommen, allerdings hatten die ein psychologisches Gespräch hier. Irgendwo, ich glaube, in dem Gebäudeteil war das. Und ich hatte dieses Stück Zaun hier oben nicht. So, jetzt sind wir zu dem Psychologen rein, haben mit ihm geredet, jawohl. Und manche sind raus und zurück. Auch manche haben sich gedacht, ach, schau her, da ist ja Luft. Und sind da durchgegangen. Ja, war eigentlich ganz gut. Ich meine, das könnte mir jetzt hier auch passieren, aber ich habe den Psychologen zum Glück noch nicht. Und ich werde versuchen, daran zu denken, dass bevor ich den Psychologen hier reinsetze, die Mauer fertig baue. Also ich hoffe, dass mir diesmal wirklich keiner entfleucht. Ich gebe mein Bestes. Also sieht man schon, strommäßig bin ich relativ an der Grenze schon. Und bin noch nicht mal annähernd fertig mit dem Bauen. Das ist einfach, weil das Ganze recht weitläufig ist. Das zieht schon wirklich wahnsinnig Strom. Vielleicht haben sie es auch ein bisschen geändert, kann natürlich auch sein. Stört mich jetzt aber prinzipiell eigentlich nicht. Finde ich immer noch gut gebalanced. Was noch ein bisschen fehlt, ich meine, okay, es ist immer noch eine Alpha, man weiß nicht, was noch alles kommt. Vielleicht weiß man es auch. Ich muss gerade ehrlich stehen, ich lese da gerade keine Foren von denen. Ein Skillsystem wäre ganz cool. Oder was ist Skillsystem, wenn die einfach deine Leute ein bisschen leveln könnten. Ich meine, die Gefangenen können sie ja indirekt durch ihr Training etc. Was nämlich da auch, was heißt neu ist, ich zeige es nur mal kurz, für die, die es noch nicht gesehen haben. Einmal die Erfahrung. Okay, das ist halt hier halt eine Übersicht, sagen wir mal, was er hier so tagsüber macht, bla bla bla. Und das hier ist eigentlich ganz interessant. Da bekommt man dann Punkte. Hier am Ende ist das bei Wertung. Ich zeige das mal kurz. Wenn die, man bekommt eine
Bewertung für entlassene Gefangene. Und das setzt sich hier eben daraus zusammen. Bestrafung 10 ist sehr gut. Das sind, ja, sind quasi die meisten Punkte, die man dafür kriegt. Und das heißt halt, durch diverse Aktionen wird das eben herauf oder herabgestuft. Wenn sie viel Freizeit haben, dann kriegt man hier zum Beispiel Mali-Punkte, Sanktionen, minus 70% wegen zu viel Freizeit, bla 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 bla. Reformierung ist halt, wenn sie, das sieht man jetzt hier, einfach Programme absolviert haben oder gearbeitet haben oder was auch immer. Sicherheit, ja, wenn sie lange eingesperrt sind, das ist, ja, und Gesundheit, was er halt in der Zeit gemacht haben, ob sie trainiert haben oder was auch immer. Und daraus setze ich dann halt die, oh, Rückfallrate ist sehr genießt, 2% habe ich auch noch nicht gesehen, setze ich das Ganze zusammen und dafür bekommt man eben Punkte. Ich habe da aber noch nicht so drauf geachtet, allerdings, wenn das Gefängnis mal so funktioniert wie das andere und auch ungefähr so aussieht, dann kann ich da mal ein bisschen versuchen mitzuspielen, weil das wird mich schon mal interessieren, wie man das am besten macht. Ich habe da auch meinen Tagesplan im Grunde komplett geändert gehabt und hatte quasi hier nur noch Arbeiten drin nach dem Hofgang und hier oben nur noch Freizeit. Also wir haben da, glaube ich, wirklich irgendwie 6 Stunden am Stück arbeiten müssen. Aber das war jetzt eigentlich weniger wegen der Wertung, sondern eher, dass die ja, was arbeiten in der Zeit und auch was lernen. Das, darum geht es eigentlich, dass die möglichst lange Zeit haben, um was zu lernen. Ich hatte das Anfang wirklich nur auf Minimum auf diese 3 Stunden beschränkt. Da hatte ich es mal auf 4 Stunden, aber es ist immer ein bisschen dann da reinkommen und wirklich das Lernen anfangen. Dann müssen die schon wieder rausgehen und es hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Was ist denn hier passiert, dass das so weiß ist? Ach so, das ist der Boden. Ah, okay. Ich verstehe, dass das schon jetzt hier Schnee, hä? Gibt es übrigens, glaube ich, auch einen Jahreszeitmod, wenn ich das richtig gesehen habe. War ich schon überlegen, ob ich den installiere, aber ich hab's jetzt mal noch gelassen. So. Hier ist das ein bisschen zu ruhig gerade da drin. Bitte schau mal nach, ob die noch alle ganz artig sind und die Essen essen. Was heißt Essen essen? Nichts machen. Nicht, dass ich auf einmal wieder eine Meldung bekomme von wegen ein Toter oder so. Das wäre äußerst uncool, vor allem wenn da mal, wenn mal einer randaliert, ist nicht so schlimm, oder zwei, aber also wenn die sich hier zu einer Horde zermotten, das hatte ich auch schon, dann kommt sie in eine riesengroße, dicke, fette Meldung, dann wird's richtig, richtig uncool. Dann schafft man auch das seine normalen Wachen, wenn dann nicht, weil die dann meistens mit Gabeln oder sowas schon bewaffnet sind. Und das ist recht böse dann. So, Cashflow 29. Ja, gut, aber wir kriegen ja morgen nochmal 8 neue. So, langsam sollte ich es schaffen, mal irgendwie was fertigzustellen. Sonst muss ich jetzt langsam anfangen, Holz zu verkaufen, dass ich meine Dusche fertig bekomme. Komm, hier, mach mal fertig jetzt das Ganze. Dass ich zumindest mal meinen Duschraum einsetzen kann und zumindest eine Dusche drin ist, dass der auch als Duschraum akzeptiert wird vom Spiel. Ja, ja, komm, Handy. Psst. Ich komme jetzt auch leider nicht an das Handy ran, um das still zu machen, das liegt am anderen Ende vom Schreibtisch. Das müsste ich jetzt hier quer drüber lang, bleibt wahrscheinlich am Mikro hängen, reißt noch alles runter, schmeißt die Flaschen um. Uncool. Möchte ich euch jetzt nicht antun. Dann müsst ihr auch noch die Aufnahmen unterbrechen. Nee, 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 so ist solche Späße machen wir nicht. Komm, bau fertig. Ich will meine Dusche einrichten, ich stinke. Bliling. Was war eigentlich das Bliling gerade? War das jetzt wirklich nur vom Geld, oder? Ich glaube schon. Naja, egal. Wir werden es irgendwann mal rausfinden. Ich denke, das Geräusch wird noch öfter kommen. Komm. Brrr-ding. Ah. Ich finde es auch immer sehr schön, wie das Spiel hier einfach akzeptiert, dass das hier jetzt die Mauer ist. Obwohl es eigentlich, ja, rissinnig ist. Aber naja. Jetzt habe ich aber gesehen, da hat mein unteren Raum trotzdem noch nicht fertig, oder? Doch, er ist fertig. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. So, wenn ich jetzt da noch meine Mauer reinziehe, dann bin ich wahrscheinlich pleite. Weil wir hätten erstmal Holz verkaufen müssen. Ja, ich muss Holz verkaufen. So ins Lager kann ich gerade nicht reinschauen. Aber ich sehe das hier. Bretter wäre natürlich um einiges cooler, weil das kann man jetzt machen. Man kann ja wirklich Holz zu Brettern machen. Ich glaube, das ging schon länger, aber ich habe es jetzt das erste Mal wirklich getestet. Bringt auf jeden Fall wesentlich mehr. Und da gibt es auch einen Tischler-Tisch, habe ich gesehen.
Aber irgendwie hat da bei mir keiner dran gearbeitet, deswegen weiß ich nicht, ob man da die Bretter noch irgendwie zum Möbel machen kann. Oder weiß der Teufel, schieß mich tot, ich weiß es nicht. Oder ob man da noch irgendwie mehr Geld rausholen kann. So, und dann brauchen wir hier noch eine Tür, am besten eine normale. Okay. Und der Besucherraum, der wird dann erst im Nachhinein noch fertig. Wir brauchen erstmal nur eine Dusche. Also, beziehungsweise da können wir auch gleich mal einen Duschkopf reinsetzen, bevor wir wieder kein Geld mehr haben. Aus irgendwelchen Gründen. Ah, Duschkopf, so. Jetzt mal halt mal zwei Duschköpfe rein. Den Rest vom Geld sparen wir uns jetzt erstmal kurz auf. Ich sehe schon, ich muss hier auch noch wieder eine Mauer reinziehen, die haben sie mir abgerissen. Und das wird relativ teuer werden jetzt. Vor allem sowieso das ganze Gefängnis an sich, oder die einzelnen Zellen fertig zu bauen, ist teuer genug. So, einen Haufen Lampen haben wir übrig, sehe ich gerade. 29 Cashflow, bleibt bestehen. Na gut, ändert sich ja momentan auch nichts. Räume, wo haben wir es hier? Duschraum. Sehr schön, damit haben wir es auch geschafft, haben wieder 10.000. Und damit können wir doch auf jeden Fall mal unseren Knast weiterbauen, oder? Ich denke mal, den Block kriegen wir mit 10.000, sollten wir auf jeden Fall, ja, zumindest annähernd, vielleicht kriegen wir das mal 8 oder 16 Leute unterbringen. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Aber das Ganze mache ich dann erst in der nächsten Aufnahme, wie gesagt, und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis denn dann. Tschüss.